Hallo Leute, weiter geht's bei Dragon Ball Z Team Training. Wir befinden uns hier im Sylph-Gebäude, das sich scheinbar in Prismania City befindet. Oder in Weststadt und nicht mehr in Safronia City, das jetzt scheinbar Satan City ist, ja. Aber ich bin hier wirklich sehr gut durchgekommen, habe kaum Items abgegriffen, aber das ist egal. Dafür steht da Prinz Pilaf. Du schon wieder! Ich will die Dragon Balls haben und so, leck mich! Weißt du was, Pilaf? Halt die Klappe, du bist ein Spast, ey. Piccolo wird hier kurz einen Prozess machen, glaube ich. Ja, mehr oder weniger. War Piccolo gerade gegen seinen Vater kämpfen müssen. Wieder verloren! Was, mit der goldenen Kapsel kannst du die stärksten Kämpfer fangen? Aha. Und dafür wirst du bezahlen, aha. Gib mir den Dragon Ball mit den 5 Sternen. Da drüben wäre noch ein Item, will ich aber nicht haben. Hallo Sekretärin! Ja, wir haben diesen Dragon Ball studiert und fanden das Geheimnis dieses mysteriösen Balles heraus. Aber wir konnten sie nicht beschützen. Ja, was auch immer. Gib den her. Yeah, Dragon Ball 5! Yeah, cool. Wie glaube ich jetzt? Wieder? Keine Ahnung. Oh, mein liebes Mädchen, vielen Dank für die Rettung und so weiter, ne? Hier, ich möchte mich so bedanken, indem ich dir das hier gebe. Goldene Kapsel. Yeah, vielen Dank. Vielen Dank. Die möchte ich mir ansehen. Goldene Kapsel, ja. Diesen grün, diesen blau, diesen rot. Okay, cool. Okay, cool. Jetzt muss ich einfach nur noch irgendwie hier wegkommen. Sollte aber kein Problem darstellen. Einfach immer nach unten. Immer nach unten, sagte ich. Und schnell raus hier. Oh mein Gott, schnell raus hier. Wunderbar, Leute. Wir haben Pilaf vertrieben. Wo bekomme ich jetzt meinen verdammten Tee her? Jetzt mal im Ernst. Jetzt mal im Ernst. War ich schon nie im Haus drin? Wo soll ich meinen Tee bekommen? Ich weiß ungefähr, wie es aussieht. Also, wie es im Haus drin aussieht, aber... oder wie es aussehen müsste eigentlich. Wollt ihr mich verarschen? Oder kann ich jetzt einfach darüber? Weil ich Pilaf verjagt habe. Nee. Aber kann ich jetzt vielleicht... in Vertania City was machen? Aru Village. Ich komme mit dem Namen nicht klar. Meine Pokémon sind geheilt, oder? Ja. Wäre interessant, wenn ich jetzt hier reinkommen würde. Ansonsten habe ich ein Problem. Die Tür ist geschlossen. Was? Ist das Spiel nicht fertig und deswegen ist es jetzt so? Ich versuche es mal von hier aus. Nein, geht auch... Oh Gott, es geht auch nicht. Dann muss ich mich irgendwie schlau machen, ob ich überhaupt weiter spielen kann. Aber während ich mich... bevor ich mich schlau mache, kann ich ja eigentlich noch einen anderen Ort aufsuchen, oder? Und zwar ist es das Kraftwerk. Oder? War da Wasser? Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Nee. Ich glaube, da kam ich gar nicht hin zum Kraftwerk. Ja, da ist kein Wasser. Ich meine, da unten ist was, das wie ein Kraftwerk aussieht, aber ich komme nicht dahin. Habe ich jetzt verkackt oder so? Oder vergesse ich irgendwas? Ich muss irgendwie nach Satan City gelangen. Dafür brauche ich irgendeinen Scheiß-Tee. Es muss doch hier drin geben, in dieser Stadt. Lass mich mal kurz die Weiten des Internets befragen, okay? Oh, Leute, ich bin die ganze Zeit an der Alpen vorbeigelaufen. Ja, normalerweise ist sie irgendwo hier im Haus drin, ne? Aber jetzt ist sie einfach hier. Glaube ich. Du solltest nicht dein ganzes Geld für Getränke ausgeben. Versuch das und wir bekommen den Tee. Okay, ja. Tee. Wir haben jetzt den 5-Sterne Dragon Ball, den 2-Sterne Dragon Ball, den 6-Sterne Dragon Ball und den 3-Sterne Dragon Ball. Wir haben jetzt über die Hälfte, was ziemlich cool ist.
Apropos cool, mein Team ist geheilt, ja. Okay, gehen wir nach Satan City jetzt. Gluck, 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 gluck. Ja, du darfst passieren. Also, mein Gott. Zuerst möchte ich selbstverständlich in die kleine Pups-Arena hier. Um ein bisschen zu trainieren. Also, ich sollte jetzt hier überlevelt sein eigentlich, weil man sollte hier schon vorher sein. Bin ich aber nicht und somit ja. Aber ich freue mich rauszufinden, zwischen welchen Pokémon ich entscheiden darf, welches ich mitnehme. Ja, da oben liegen schon die zwei Kapseln bereits. Eine darf ich mich dann entscheiden. Auf jeden Fall. Oh, ihr nervt doch so sehr. Ich muss meine Finger nicht mehr von der Speed-Taste nehmen. Weil ich kann halt einfach gar nichts. So. So, nun. Hallo, Typ. Ich bin der Karate-Meister und der Anführer hier, ne? Oh, ich bekomme es Popovic und Yamu, ne? Ich bekomme es Popovic und Yamu. Ist ja toll. Yamu. Nein, ich will es Popovic, weil der so komisch aussieht. Was ist denn mit seinem Gesicht passiert, Mensch? Ich nehme es Popovic. Kein Spitzname, nein. Lass mich mal als Popovic ansehen. Ich fange am besten unten an. Halt, da war er. Okay, das ist auch vom Typ Unlicht. Warum sieht er so kaputt aus? Ich meine, sein Gesicht. Sollten das? Okay, 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 okay. Ich verstehe nicht ganz, wie das Ganze aufgebaut ist hier mit dem Pokédex, aber... Irgendwas wird man sich schon mal schon gedacht haben. Ja, und ich darf Yamu nicht mehr mitnehmen. Ich denke mal, doch, wir müssen uns kurz heilen gehen. Und hier gibt es jetzt keine Silphscope oder wie? Krieche Psychokinese vielleicht? Karate-Meister, nee. Hier kurz nachschauen, was ist das für ein Gebäude? Satan-Man, oh. Ist aus wie Mr. Satan. Hier ist aber keine Menschenseele. Bisher. Ist hier wirklich nur Mr. Satan zu Hause? Auf jeden Fall ist da jemand? Nee, ich glaube nicht. Was? Ist Bulma nicht süß? Es geht. Ich bin der Programmierer. Oh, das ist Max Z, der das Typ, der das Spiel gemacht habe, ne? Er hat das Spiel alleine gemacht, aber das Original hat natürlich Game Freak gemacht mit Pokémon Feuerrot, ne? Und Dragon Ball gehört Akira Toriyama und Toei Animation. Ja, somit wurden alle Namen genannt und das ist auch fair so. Würde ich jetzt mal sagen, Verzeihung? Verzeihung! Würde gerne weggehen von hier. Kann ich von hinten ins Haus auch noch reingehen? Es sieht genauso aus, oder? Nee, kann ich nicht. Seltsam. Kauf mir noch ein paar von den Teilen hier, weil... Ich nehme an, es werden noch mehr legendäre Trainer kommen. Und dann ist diese Stadt halt schon relativ langweilig. Aber... Mr. Satan. Warum ist jetzt hier dieses unsichtbare Wandlabyrinth? Und nicht in Fuxania City. Und in Fuxania City sind diese Teleporter, die eigentlich hier wären. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Was heißt, ich bin kein Fan von? Es ist halt ziemlich egal, wo das ist, aber trotzdem. Also, nun fliegen, zack. Ja, komm, das Höllenbiest. Und Junior Cell. Verpiss dich. So, jetzt muss ich mich irgendwie hier durchquetschen, ne? Sind hier überhaupt unsichtbare Mauern oder mache ich hier was, das überhaupt nicht nötig wäre? Spopovic! Yeah, Spopovic! Ich glaube, der Kampf von Spopovic gegen Videl war einer der brutalsten Kämpfe überhaupt in Dragon Ball Z. Kann das sein? Ich meine, der hat das auf das kleine Mädchen eingedroschen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das war halt wirklich brutal. Das sag ich als Fan von sowas. Ich meine, bin kein Fan von Gewalt, aber... Es war halt wirklich, ne, für ein Anime, es war halt schon krass. War eindrücklich. Hat wirklich einen Hass aufgebaut auf diesen Idioten.
Ja, und kommt mir jetzt nicht von wegen, sieh dir mal diesen Anime an, oh, der ist ultra brutal und so, boah. Ja, ist ja schön. Nicht unbedingt, weil ein Anime brutal ist, ist ja auch gut, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. So, dann kann ich hoffentlich noch den da unten mitnehmen, egal, wir sind da. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Champion Mr. Satan, du kannst mich nicht besiegen. Fucking Mr. Satan. Warum hast du einen Super Saiyan guten? Level 37. Ich meine, das ist nicht schlecht. Du lässt Kinder für dich kämpfen, ernsthaft? Ernsthaft, C18. Wow, für ein Scheiß, hast du einen C18? Willst du mich verarschen? Bin nicht gut. Natürlich hast du Buu, das macht wiederum Sinn. Wow, der konnte gar nichts. Und das war's bereits. Ah, wie konntest du gewinnen? Du hast bestimmt betrogen und so. Du hast Tricks angewendet. Satan Badge. Und bis Level 70 gehorchen jetzt alle Pokémon. Ich habe TM4 erhalten. Was ist TM4? Dynamite Kick. Dynamite Kick. Kann ich das irgendjemandem beibringen? Eigentlich ja, aber irgendwie überzeugt es mich nicht. Muss ich jetzt wirklich noch irgendwie hier rausfinden wieder? Okay, hat gepasst. So, jetzt könnte ich eigentlich alle Steine zerstören. Aber ich kann nicht von hier aus zu den Inseln fliegen, oder? Nee, wie käme ich jetzt wieder zurück zu den Inseln? Keine Ahnung. Aber da will ich auch nicht hin. Wir gehen jetzt nach Vertania City. Ich heile meine Pokémon und nun testen wir, ob wir jetzt da reingehen können. Das war super. Kann ich jetzt da reingehen? Wenn nicht, habe ich ein nächstes Problem. Ja, mein Gott. Seht ihr? Ich habe jetzt immerhin den Satan-Badge, ne? Wunderbar. Was ist das? Konnte gerade was machen. Wie kann ich da was reinschreiben? Ich habe keine Ahnung. Okay, nehmen wir dieses lustige Arena-Teil mal an. Naja. Wie gesagt, ich denke mal, leveltechnisch sollten wir keine Probleme haben. Ich wiederhole keine. Spopovic ist auf dem Typ Unlicht, deswegen für Kampf sehr anfällig, ja. Muss irgendwo hier entlang gehen. Hallo Typ. Möchte gegen dich kämpfen, scheinbar. Energiepunch. Reicht nicht, aber jetzt. Es muss Pilaf sein, oder? Der Leiter dieser Arena. Es muss einfach. Ja, ich habe jetzt das Ganze in einem sehr fragwürdigen, in einer sehr fragwürdigen Reihenfolge gemacht halt, aber man kann nicht alles haben, ne? Bardock weg. Du schon wieder, Sauser. Piss dich. Super Saiyan, Future Trunks, geh weg. Und da, Bruder, geh auch weg. Sehr schön. Nail, auch du gehst weg, du nervst mich. Piccolo braucht, glaube ich, ein kleines bisschen Pause. Was machst dann du hier? Wir haben hier ganz viele Trainer. Ganz viele. Ich wäre froh, wenn Bouillon noch... Wow. Irgendwas Stärkeres lernen würde. Okay, ich denke, ich muss... Gotenks! Wow. Muss, bevor ich alle besiegt habe, noch mal ins Pokémon Center gehen. Und langsam aber sicher kann ich auch dieses ultimative Level 45 FI benutzen, weil... Ja. Wir haben jetzt ungefähr dasselbe Level. Ja, ist auch gut. Werde ich dann machen. Als erstmal hier aufräumen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das sind alles Kämpfer. Mit anderen Worten, die meisten sind vom Typ Kampf und können somit auch Kampfattacken lernen. Aber unser Fida ist vom Typ Geist. Wisst ihr, was das heißt? Oh, da ist Pilaf. Wisst ihr, was das heißt? Theoretisch sollten alle Gegner nicht allzu viel gegen unser Vieh ausrichten können. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. Seid mir nicht böse deswegen. Bardock, hier. Kaioken Rush. Sabon, Kaioken Rush, zack. Und Genyu, Kaioken Rush. Und Cold, Kaioken Rush. Und das war's. So. Dann gehen wir jetzt natürlich nochmal ganz schnell zurück zum Pokémon Center.
meine, warum auch nicht? Die Möglichkeit ist uns gegeben. Und dann starten wir aber mit C18. Und dann kommt auch mal Hirudegan. An zweiter Stelle, vielleicht werde ich mit ihm auch noch ein bisschen kämpfen, weil C18 wird vermutlich nicht allzu viel reißen können. Was ein bisschen schade ist, aber hey. Ne? So, wir sind bereits da. Hallo Pilaf! Welcome to my hideout, was auch immer. Ja, 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 leck mich. Das ist kein Problem. Der Turmkick, fantastisch. Mawashi Geri, was willst du da lernen, Mädel? Kampfattacke, 70. A quick kick from a rolling spin, a martial arts technique. Ich meine, ich habe Diving Kick, deswegen nein. Deswegen nein. Drum, nee, Diving Kick. Boom. Tot. Garlic 2. Oh. Okay. Fett auf den Scheiße. Oh, das hast du überlebt. Finde ich nicht gut. Energieball. Diving Kick. So. Die 18 schafft das alleine. Das ist noch ein Piccolo. Diving Kick. Okay, es war nicht ganz so guter Damage. Keybomber. Keybomber. Ah, verdammte Scheiße nochmal. So, jetzt bist du dran hier. Ein Ultra-Vieh. Crush. Phantom. Yeah. Geisterattacken. Und bei den Geisterattacken werden wir bleiben, weil Giant Form interessiert mich nicht. Mouth Blast. Siehst du, wie du meinem Vieh überhaupt nichts anhaben kannst? Ja, das war wirklich ein intensiver Kampf. Du hast gewonnen. Den Pilaf-Orden. Yeah. Wir hatten den Pilaf-Orden. Wunderbar. Und Levels, Level. CM27. Das wäre denn was? Tief. Nee. Das ist ein Raub oder wie? Glaube ich, ja. Würdest du bitte hier rausgehen? Danke. Mach ich denn? So, Leute, wir haben alle 8 Orden. Darf ich das bitte sehen? Wir haben alle 8 Orden in 24 Stunden. Das stimmt nicht so ganz. Aber ja, uns steht nichts mehr im Wege, um zur Drachenliga zu gehen. Ich denke mal, ich werde 6 Kämpfer hochtrainieren. Ich denke mal auf Level 50 vielleicht oder so. Ich weiß es noch nicht genau, denn wir müssen noch durch die Siegestraße. Oder brauchen wir da bereits Zerschneider? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, sobald wir durch die Siegestraße sind und der Pokémon-Liga, ich meine die Drachenliga vor uns haben, kann ich auch Bioman entsorgen, respektive austauschen. Und dann geht's los. Aber bis dahin brauche ich noch ein bisschen Training. Und das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Leute, das war's für heute mit Dragon Ball Z Team Training. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.